Hallo und herzlich willkommen, ihr Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zu der Fantasy League, der Eishockey League mit den Hellriders aus Tirol. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ihr habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem gewaltigen Spiel gegen Linz und einen Sieg in der Overtime versuchen wir heute gegen den AV 19 zu bestehen. Das letzte Mal haben wir ja zu Hause verloren. Angriff und Verteidigung liegen auf der Seite der Hellriders, Tore auf der Seite des AV 19. Mal schauen wir, ob wir uns für die Heimsieg-Niederlage hier rächen können. Qualifiziert sind wir ja schon für die Playoffs. Also sind wir ja auf einem guten Weg. Maxi im Tor. So, Rock. Erik hat super gemacht. Maxi. Muss jetzt keine Spielerinnen mehr erlauben. Und der Andi macht das Tor. Jetzt habe ich gerade schauen müssen, wer es gemacht hat. Und den Ausgleich auswärts für die Hellriders. Unser Hofrat Andi. So, 1-1. Goal scored by number 20. Assisted by number 19. Time of the goal, 9 minutes, 25 seconds. Stein auf dem Hofrat. Würde mich nicht wundern, wenn der Andi jetzt hier das zweite Tor schießt. Sprach er und tat es. Führungstreffer von unseren Andi vom Hofrat. Zweites Tor am heutigen Abend, siebtes Tor in dieser Season. Andi, weißt du, dass das Telefon neben dir liegt und dass man neben der Arbeit zulässt? Wäre günstig, nur mal zurückgespült und dann einen Blick auf deinen Spieler zu werfen. So. Gaucho. Der Maestro.
Gaucho wieder zurück auf Maestro. Maestro läuft nach vorne. Nein, kriegen wir nicht so wie. Benedikt auch nicht. Verlierten. Raffi ist schon da. Aber der AV19 gleicht aus. Hier im ersten Drittel schon. Aber sieht man an die Altorno bis zum Hattrick. So, der NHL-Show schafft es nicht durchkommen. Hoffen wir, dass das zweite Drittel besser wird. Hat man gleich mal zwei Tore schießen zum Aussichern. Standen. Bado. Zurück auf Merik. Und Tor. Von wem? Genau. Von unserem Erik Berg. Der Mann von den Berliner Eisbären. Schießt das 3:2. Und der Ausgleich. Nein, trifft man nicht. Ah, jetzt habe ich wieder der Bälle weg, du. Führungstreffer. Jetzt müssen wir, jetzt sind wir unter Druck. Stein. Ja.
Was war jetzt los? Maxi, pass doch auf. Jetzt hätten wir zweimal so gut gestartet. Jetzt haben wir gleich zwei Tore kassiert. Jetzt müssen wir gleich zwei Tore aufholen. Jetzt haben wir denen Strategien. Jawohl, Rock macht's. Anschlusstreffer, 4 zu 5. Fünftes Tor in dieser Season. Und unser Nummer 97 auf dem Erik Kummer sie verlassen, macht den Ausgleichstreffer für die Hellriders. Selbst gesehen, ich habe eigentlich nur die Strategie umgestellt. Und schon sind wir wieder im Spiel. So Andi, mach dein Ding. Ich will, dass du einen Hattrick schießt. Ich hab gesagt, ich will, dass du einen Hattrick schießt. So, HP, hol das Ding. Maestro, nein. Stein, verliert ihn wieder. Nein. Hervorragend von Brandy, hervorragend.
Ein Hin und Her, Benedikt. Hervorragend, der Maestro Hoden. Stein. Uiuiuiuiuiui, Mike Sex. Genial, Goldberg, du bist der Beste. 6:6. 15. Tor in dieser Season. So, Andi, deine Chance auf dem Hattrick. Und er macht ihn! Er macht ihn! Unser Andi, er macht ihn! Sein Hattrick und es 7:6 für die Hellriders. Unser Hofrat und sein Hattrick. Und das nur mit der Strategieumstellung. Und mit einem guten Team. Und somit der Sieg. Und eine kleine Revanche seitens der Hellriders mit 7:6 fahren wir ins wunderschöne Tirol nach Hause. Sie haben bei uns daheim gewungen, wir haben bei einer daheim gewungen. Jetzt war nicht überragend, so wie sie es gemacht haben, aber zumindest würde ich jetzt mal sagen, Sieg ist Sieg. Ja, wenn es mir jetzt ein Andi nicht gäbe, gell, aus Start, dann weiß ich es oft nicht. Jawohl, Andi, ein Star, drei Tore, ein Assist. Ich brauche ja gar nicht dazu zu sagen, dass wir Erster bleiben. Nächstes Spiel gegen Linz, simulieren wir uns nach vorn.
In der Tabelle wird es ja nicht mehr viel ändern, gehe ich mal davor aus. Die Hellriders sind mit 76 Punkten auf Platz 1, gefolgt vom VSV Salzburg, Innsbruck, Bozen, Klagenfurt, Linz, Graz, Wien, der AV 19 mit 40 Punkten, gefolgt von den Bulldogs. Dieses Mal haben sie es nicht geschafft, weil sonst hätten sie den Twist mit dem Mannshafen, also ihr wisst, was ich meine, da sind sie halt statt 10 auf 9 Mannschaft gewesen, wenn sie jetzt gewonnen hätten. Gut, 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 gut. Nächstes Spiel gegen Wien. Nächstes Spiel gegen Wien und dann gibt es wieder Derby gegen Innsbruck. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, Ihnen hat es ein wenig gefallen zum Zuschauen. Würde mich dann für einen Daumen nach oben begeistern. Natürlich über das eine oder andere Kommentar würde ich mich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier mit den Hellriders aus der Fantasy League, der Eishockey League weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mal mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.